Willkommen hier zu diesem Video, wie ihr euer Windows 11 Passwort löschen könnt bzw. wie ihr an eure Daten herankommt. Ganz wichtiger Disclaimer kurz vorneweg, das Video zählt hier nur für Offline-Konten. Solltet ihr ein Online-Konto haben, dann könnt ihr euer Passwort ja mit eurer E-Mail-Adresse zurücksetzen. Sollte das aber nicht möglich sein, dann könnt ihr mithilfe dieses Videos wenigstens einen neuen Nutzer erstellen, sodass ihr dann auf eure Daten des alten Nutzers zugreifen könnt, sofern ihr die Daten nicht verschlüsselt habt. Fangen wir also gleich mal an. Wir haben jetzt hier einen Benutzer, da wissen wir das Passwort nicht mehr. Was müssen wir jetzt erstmal tun? Wir müssen jetzt erst einmal unser Gerät neu starten, dafür unten mal drauf drücken und bevor ihr hier drauf drückt, einmal die Umschalttaste gedrückt halten, also die Großschreibtaste gedrückt halten und dann Neustarten drücken. Sobald ihr Neustarten gedrückt habt, könnt ihr die Umschalttaste loslassen. Dann wird euer Gerät einmal neu gestartet. In meinem Fall ist das jetzt hier in der VirtualBox, bei euch sollte dann eben der Rechner neu starten. Ihr kommt dann in ein Menü, in dem ihr jetzt verschiedene Einstellungen auswählen könnt. Hier wählt ihr dann einmal Problembehandlung ein, erweiterte Optionen, geht hier auf Eingabeaufforderung. Jetzt ist hier die Eingabeaufforderung geöffnet, dort gebt ihr jetzt einmal ein Notepad. Ja, genauso schreiben und dann einmal Enter drücken. Dann öffnet sich hier der Editor, hier geht ihr auf Datei, öffnen. Jetzt geht ihr unten auf Dateityp, öffnet hier dieses Fenster, geht auf alle Dateien. Dann geht ihr hier auf dieser PC und wechselt auf das Laufwerk, wo Windows installiert ist. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht mehr Laufwerk C, so wie ihr das vielleicht gewohnt seid. In meinem Fall ist das jetzt hier Laufwerk D. Wenn ihr euch nicht sicher seid, klickt ihr euch einfach mal durch, indem ihr eins auswählt, ihr auf Benutzer geht und dann schaut, ob hier euer Account aufgelistet ist. Wenn das ist, dann habt ihr die richtige Festplatte gefunden. Also in meinem Fall ist das jetzt eben lokaler Datenträger D. Dort geht ihr dann auf Windows. Und hier sucht ihr den Ordner System 32. Der ist jetzt bei mir hier, da gehen wir einfach mal rein. In diesem Ordner müssen wir jetzt ein paar Änderungen vornehmen. Wir werden aber sehen, dass unsere Änderungen nicht sichtbar sind, solange wir hier nicht einmal wieder raus und rein navigieren. Also, wir gehen jetzt erst einmal zu einer Datei, die sich CMD nennt. Ja, die ist jetzt hier. Diese Datei drücken wir einmal an und dann drücken wir STRG C, STRG V. Wir sehen jetzt noch nicht, dass es kopiert wurde, das ist aber auch nicht schlimm. Dann gehen wir weiter nach unten und suchen nun utilman.exe. Das ist in meinem Fall jetzt hier. Hier drücken wir auch einmal diese Datei an, drücken STRG C, STRG V. Nun einmal heraus navigieren, damit die Änderungen sichtbar werden, wieder herein navigieren, dann wieder zu utilman wechseln. Das ist jetzt hier und hier sehen wir jetzt, dass wir eine Kopie erstellt haben. Die lassen wir jetzt so und wir finden jetzt hier auch die originale utilman. Diese nehmen wir jetzt, drücken die einmal an und drücken dann die Entferntaste. So, das Ganze ist jetzt gelöscht. Wie gesagt, wir sehen unsere Änderungen nicht. Das ist aber auch nicht schlimm, denn sobald ihr eben Entfernen gedrückt habt, sollte es weg sein. Ihr könnt auch gerne zweimal Entfernen drücken, dann seht ihr hier eben, dass das Element nicht gefunden wurde, weil es eben schon gelöscht ist. Nun gehen wir wieder nach oben zu CMD. Und hier finden wir auch wieder eine Kopie vor. Diese drücken wir einmal an, Rechtsklick, Umbenennen. Und diese nennen wir jetzt Utilman. Ganz wichtig, genauso schreiben. Einmal Enter drücken. Jetzt könnten wir, um zu prüfen, ob alles richtig ist, nochmal raus navigieren, nochmal rein navigieren, einmal zu Utilman navigieren. Und nun finden wir eben einmal die Utilman-Kopie und einmal einen Utilman, die aber dieses CMD-Symbol hat. Wenn das bei euch auch so ist, dann habt ihr alles richtig gemacht. Dann einmal das Fenster schließen, das Fenster schließen, das Fenster schließen. Und nun, ganz wichtig, PC ausschalten. Euer PC ist jetzt ausgeschaltet und jetzt startet ihr den nochmal. Jetzt sind wir hier wieder in dem Bildschirm. Einmal dieses Menü wegschieben und auf dieses Männchen drücken. Wenn bei euch da jetzt nichts passieren sollte, so wie bei mir, das kann durchaus sein, dann einfach mal nochmal hier unten drauf drücken, Neustarten anwählen, aber wieder erst die Großschreiben, also die Umschalttaste gedrückt halten und dann auf Neustarten drücken. Da müssen wir jetzt noch eine Einstellung vornehmen. Das ist kein Problem, das geht relativ fix. Das Optionsmenü öffnet sich wieder, wir gehen auf Problembehandlung, erweiterte Option, Starteinstellungen, Neustarten. Ja, dann startet euer Gerät jetzt nochmal neu. Und in diesem Modus gibt es einen Menüpunkt, der nennt sich Schutz des Anti-Schad-Software-Frühstarts deaktivieren. Den wählen wir aus, indem wir auf die Tastatur die 8 drücken. Habe ich jetzt gedrückt, dann startet Windows. Allerdings wird eben jetzt nicht überprüft, ob die erleichterte Bedienung auch die erleichterte Bedienung ist. Deswegen können wir jetzt hier drauf drücken. Wenn das bei euch immer noch nicht funktioniert, so wie bei mir, ist auch gar kein Problem, dann müsst ihr euren Rechner wirklich nochmal herunterfahren. Rechner herunterfahren, dann den Rechner neu starten.
Und wenn dann der Rechner erneut gestartet ist, wieder diesen Anzeige wegwischen, auf dieses Männchen hier drücken. Und wenn es dann immer noch nicht funktioniert, dann versucht einfach mal euren Rechner abzubrechen. Ja? Also während er hier ist, einfach mal ausschalten, indem ihr die Starttaste von eurem Rechner so lange gedrückt habt, bis er einfach ausgeht. Ich mache das jetzt hier, indem ich hier drauf drücke und auf OK drücke. Ja, dann wird der Rechner einfach abgebrochen, wenn dessen er läuft. Dann euren Rechner nochmal starten, die Anzeige wegwischen, hier auf das Männchen drücken und nun öffnet sich ein CMD-Fenster. Ihr merkt schon, das ist ein bisschen rumprobiere. Also wenn sich hier nichts öffnet, ja, nachdem ihr hier drauf drückt, habt ihr schon mal alles richtig gemacht. Da könnt ihr eben mal probieren, wie ich eben schon meinte, euren Rechner mal ganz ausschalten, dann wieder einschalten. Wenn es dann immer noch nicht geht, eben mal währenddessen ihr hier diesen Anmeldebildschirm seht, den einfach halt ausschalten, indem ihr ihn zwingt, sich auszuschalten, ohne ihn herunterzufahren. Einfach eben die Einschalttaste so lange gedrückt halten, bis er sich ausschaltet. Dann mal kurz warten, wieder einschalten und dann funktioniert's. Wenn ihr jetzt hier seid, können wir fortfahren mit den zwei Varianten. Wir wollen jetzt erst einmal das Passwort des Accounts, den wir hier sehen, ja, also von Patrick ACC, das wollen wir jetzt entfernen. Dafür geben wir hier einmal ein net user und jetzt müsst ihr den Accountnamen eingeben von dem Account, wo ihr das Passwort dann löschen wollt. Da würde ich jetzt eben eingeben Patrick ACC. Wenn ihr da eine Leertaste drin habt, müsst ihr das Ganze in Hochkommata schreiben. Also in meinem Fall müsste ich es jetzt so schreiben. Ganz wichtig, Groß- und Kleinschreibung würde ich mit beachten, sonst kann es da eventuell zu Fehlern kommen. Wenn ihr das dann habt, nochmal eine Leertaste setzen und dann dahinter ein Sternchen setzen. Einmal Enter drücken. Nun sollen wir ein Kennwort eingeben, da geben wir jetzt gar nichts ein. Wir drücken hier einfach Enter, Enter und fertig. Wenn wir uns jetzt hier anmelden möchten, müssen wir jetzt kein Passwort mehr angeben. Bedeutet, wenn ich jetzt hier einfach nichts eingebe und auf Übermitteln drücke, dann startet sich mein Account. Ich komme hier rein, weil wir eben das Passwort entfernt haben. Nun kann es natürlich auch sein, dass wir jetzt ein Online-Konto haben und das Passwort eben nicht zurücksetzen können, weil wir zum Beispiel unser E-Mail-Passwort auch vergessen haben. Was können wir dann tun? Ihr könnt in demselben Menü, in dem wir vorhin waren, einen neuen Benutzer erstellen. Deswegen gehe ich nochmal hier drauf, drücke auf meinen Benutzer und melde mich nochmal ab. Wir sind jetzt wieder hier in dem Menü. Ich öffne das Ganze, drücke auf dieses Männchen hier. Es öffnet sich wieder eine CMD-Datei. Dieses CMD-Fenster können wir jetzt auch dazu benutzen, um einen neuen Benutzer zu erstellen, beziehungsweise einen Benutzer zu aktivieren. Wir geben jetzt hier ein net user administrator slash active Doppelpunkt yes. Einmal auf Enter drücken und dann steht hier, dass der Befehl erfolgreich ausgeführt wurde. Das Fenster können wir schließen und nun müssen wir einmal so lange warten, bis dieses Fenster mit der Uhrzeit wiederkommt. Das kann jetzt natürlich eine Weile dauern. Ich glaube, das sind irgendwie sowas mit 30 Sekunden. Müssen wir mal kurz warten. Alternativ könnt ihr euren Rechner auch neu starten, wenn das schneller geht. Müsst ihr jetzt mal selber entscheiden. Wir sind jetzt hier wieder auf dem Bildschirm, wo die Uhrzeit angezeigt wird. Jetzt kann ich hier einmal nach oben wischen. Und nun kann ich hier unten links einen zweiten Account auswählen, nämlich den Administrator. Dieser hat auch kein Passwort und ich kann jetzt hier einfach auf Anmelden drücken. Jetzt wird hier der Account das eingerichtet, weil der wurde ja noch nie benutzt. Das dauert also ein Weilchen. Dieses Setup, das müsst ihr jetzt einfach mal durchgehen. Hier, wie gesagt, einfach mal durchgehen. Ich wähle hier immer überall Nein aus, die geringste Konfiguration sozusagen. Und nun sind wir hier in unserem Administrator angemeldet. Hier sind jetzt natürlich auch die Icons ein bisschen klein. Ich mache die für euch mal eben ein bisschen größer. So, jetzt könnt ihr hier auch was sehen. Mit diesem Account können wir jetzt also auf die Daten von unserem anderen Benutzer zugreifen. Dafür einfach den Explorer öffnen. Dieser PC, lokaler Datenträger C, Benutzer. Dann könnt ihr hier eben ganz normal auf den Benutzer zugreifen und könnt dann hier zum Beispiel auf Downloads gehen und könnt dann eben hier eure Daten ganz normal rüber kopieren, eben auf diesen Benutzer. Ja, die könntet ihr jetzt hier eben nehmen. Ich nehme jetzt einfach mal die Datei, gehe hier oben auf Kopieren und gehe jetzt eben hier wieder auf den neuen Benutzer sozusagen, den Administrator-Benutzer und tue es da eben hier auch irgendwo hin kopieren, zum Beispiel eben hier auf den Desktop und sage hier einfügen. Ja, jetzt habe ich hier einfach die Daten von dem einen Benutzer zum anderen geschoben. Jetzt kann es natürlich sein, ihr wollt nicht einen Administrator-Benutzer hier benutzen, sondern ihr wollt einen ganz eigenen Account erstellen. Wie macht ihr das? Ihr öffnet nochmal das CMD-Fenster, indem ihr hier auf Start geht, CMD eingebt, als Administrator öffnen. Dann gebt ihr einen net user, einen Namen. Ich gebe jetzt einfach mal Test ein.
Dann macht ihr Backslash Add. Jetzt habt ihr einen User, der Test heißt, hinzugefügt. Den könnt ihr jetzt noch ein Passwort geben, indem ihr schreibt net user test Sternchen. Gebt dem ein Passwort. Ich gebe dem jetzt einfach mal ein simples Passwort. Und nun habt ihr einen neuen Benutzer erstellt, der allerdings noch Standardbenutzer ist. Wenn ihr dem jetzt noch Admin-Rechte geben wollt, dann nochmal das CMD-Fenster öffnen. Das habe ich jetzt ein bisschen voreilig geschlossen. Ihr gebt ein net local group, dann administratoren, dann test slash add. Nun ist dieser Benutzer auch Administrator. Nun können wir uns hier einmal abmelden und können uns hier mit Test anmelden. Da einfach mal 1 drücken, OK drücken. Und jetzt haben wir eben einen neuen Benutzer erstellt, der Test heißt und der auch Administrator ist. Ihr könnt jetzt, wie gesagt, eure Daten von dem einen Benutzer zum anderen kopieren und dann könnten wir den anderen Benutzer löschen. Wie das geht, das zeige ich euch auch nochmal eben. Dafür einfach mal wieder abmelden. Ja, ihr geht jetzt wieder in den Administrator hinein. So, und jetzt wollen wir diesen Testbenutzer hier wieder löschen, den wir vorhin erstellt haben, oder eben unseren anderen Benutzer, in dem Fall Patrick ACC. Oder eben Test, ja. Wir gehen also in unseren Administrator herein, geben hier einfach mal ein CMD als Administrator ausführen und geben ein net user test slash delete. Einmal Enter drücken, der Benutzer wurde gelöscht, wir können hier wieder schließen, gehen hier einmal zurück in das Hauptmenü und sehen auch hier schon, dass der Benutzer Test nicht mehr existiert. Wenn wir jetzt den Administrator wieder deaktivieren wollen, auch ganz einfaches Spiel. Wir geben hier wieder CMD ein, als Administrator ausführen, net user administrator slash active Doppelpunkt no, einmal Enter drücken. Jetzt können wir hier wieder uns aus dem Administrator abmelden. Und nun sehen wir hier, dass hier unten links kein Administrator mehr da ist. Wir finden nur noch unseren Account von vorhin wieder, wo wir das Passwort gelöscht haben. Da könnten wir uns jetzt eben anmelden. Sind jetzt hier in dem normalen Benutzer drin. Und jetzt könnten wir noch sagen, gut, wir wollen jetzt das rückgängig machen, dass ich dann auch wieder im Anmeldebildschirm sozusagen die erleichterten Bedienungen öffnen lassen. Da einfach mal neu starten, wieder mit Umschalttaste gedrückt halten, trotzdem neu starten. Dann startet sich unser Rechner eben nochmal neu und wir können nochmal unsere Änderungen rückgängig machen. Ja, wir gehen hier wieder auf Problembehandlung, erweiterte Option, Eingabeaufforderung, geben ein Notepad, gehen auf Datei, öffnen, alle Dateien, dieser PC, in meinem Fall lokale Datenträger D, Windows, suchen den Ordner System 32, gehen hier rein, wechseln zu Utilman, löschen hier das Utilman, gehen auf die Kopie, umbenennen und nehmen hier das Kopie weg, Enter drücken, gehen hier auf Abbrechen, Abbrechen, das schließen wir, Problembehandlung, erweiterte Option, Starteinstellungen, Neustarten. Jetzt aktivieren wir sozusagen in diesem Schritt wieder, dass eingestellt wird, dass beim Start nach Schadsoftware gesucht wird, indem wir hier nochmal die 8 auswählen, einmal drücken. Jetzt wird es eben wieder aktiviert. Ja, also der Schriftzug da, der ändert sich eben nicht. Aber jetzt wird es wieder aktiviert werden. Jetzt sind wir wieder hier, werden automatisch angemeldet, weil wir ja kein Passwort haben. Wir überprüfen mal, ob wir nun wieder unsere erleichterte Bedienung zum Beispiel benutzen können. Dafür mal abmelden, hier auf das Mannequin gehen und jetzt öffnet sie sich wieder. Ja, das soll es mit dem Video gewesen sein. Ich hoffe, das war nicht zu ausführlich. Ihr könnt aber so wieder in euren PC hinein. Ich hoffe, das Video hat euch was gebracht. Wenn es euch was gebracht hat, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert diesen Kanal, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder.